So, hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Und ich habe mal nachgeguckt, es fehlen, also auf dieser Route hier werde ich nur meinen VM-Sklaven hier fangen. Ja, aber nicht Drasler. Aber dieses Ding da kann ich euch nur empfehlen, das zu fangen, weil das ist eines der stärksten Psycho-Pokémon des Spiels, aber ich werde es mir nicht fangen. Da werde ich mir andere holen. Und das werde ich mir auch nicht holen. Da werde ich jetzt einfach fliehen. Ach komm, stellen wir uns erstmal diesen Trainer hier. Käfersammler Baldur. Mit einem langweiligen Warumpel. Ich hoffe ja auch, dass sich bis zu der ersten Arena auch entwickelt hat. Weil ich glaube nicht, dass es Kampfattacken erlernen. Und die werden für die Arena doch deutlich wichtig. Aber werden wir dann sehen. Das ist schon fast langweilig hier. Und er hat noch einen Wumpel. Langweiliger geht's nicht mehr. So. Wäre das auch erledigt. Level 10. Und wir lernen Glut. Ja, damit könnte man schon deutlich besser gegen diese Wurmbills zu Wehr setzen. Gut. Nein, das möchte ich auch nicht. So, ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller, damit es kommt. Da ist es. Ein kleines Zickzacks. Gut. Das reicht schon. Jetzt möchte ich es mir auch einfangen direkt. So, werden wir den Pokéball, dann sollte der auch drin sein. So, damit haben wir auch unseren VM-Sklaven gefangen. Sollte man ja immer mal da parat haben, so einen. Ja, komm, schreiben wir da auch direkt mal VM. Was weiß ich. Ach, komm. Nee, komm, geben wir ihn keins. Komm, nee, Zickzacks reicht schon. Gut. Oh, du bist kein Trainer, das ist gut. Aber er hier. Das sind ja beide Anfänger. Ui, toll. Hugo. Mit einem Zickzacks. So, dann können wir jetzt unsere neue Attacke Glut einsetzen. Und die haut schon ordentlich rein. Und ein Schwalbini. Auch ein Flug. Aber den braucht man nicht. So. Bin besiegt. Und wir können auch den Trainer abhaken. So, dann holen wir uns mal noch ein paar Beeren hier. Nehmen wir uns mal hier ein paar Beeren mit. So, da kommen wir wieder zurück. Gut, dann gehen wir hier weiter und kämpfen noch gegen sie hier. Gegen diese Nervensäge oder Göre oder was auch immer. Oder Schönheit. Naja, Göre. Karin mit einem Zickzacks. Und ich wollte erst eigentlich Glut einsetzen, aber so. Und ein Knilz. Ja, das ist gut. Damit haben wir sogar eine sehr effektive Attacke jetzt. Knilz ist eigentlich auch eine gute Wahl. Aber da ich ja schon mit Flamly Kampf habe und ich mir ein anderes Pflanz-Pokémon holen werde, kommt Knilz bzw. Karpilz dann nicht in Frage. Aber den kann ich empfehlen. Der ist gut. So. Was haben wir da noch Schönes? Ah, noch ein Pokéball. Ein Trank. Ui,
klasse. So, dann können wir hier weitergehen und erreichen Blütenburg City. Erstmal heilen wir uns. Und es ist auch schon ein bisschen länger. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Häuser oder so. Muss ich auch alles abgucken, weil das weiß ich nämlich nicht mehr so genau, ob hier irgendwas ist. Das mache ich aber jetzt im Schnelltempo. Ach, komm her. Nee. Und du? Nee, auch nicht. Gut. Ja, toll. Klasse. Nee, haben wir alle nichts hier. Pff. Tja. Gut, dann gehen wir in die Arena rein. Hä? Pff, keine Ahnung, was das jetzt war. Und da haben wir unseren Vaterchen. Hm? Na, wenn das nicht Jake ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Ich bin auch kein Kleinkind mehr. Ja. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, Jake. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Hoch, was ist das denn? Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte. Wie, du... Ach gut, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesenflor suchen. Ich glaube, ich werde mich da doch ein bisschen einsam fühlen. Daher würde ich gern ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nicht eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Jake, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko, hier, ich leihe dir mein Pokémon. Heiko hat einen Zickzacks erhalten. Oh, wow, ein Pokémon. Hm, ich gebe dir auch diesen Pokéball, dann leg los. Heiko hält Pokéball. Oh, wow, danke schön. Jay, kommst du wirklich mit mir? Ja, jetzt kriegen wir nochmal... Das sollte als Lehrgang für das Fangen sein, aber das weiß eh schon jeder, wie das geht. Jay, Pokémon verstecken sich im hohen Gras, wie diesem hier, oder? Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Wow. Ja... Ein wildes Trasler erscheint. Auf einmal so. Gut, ist bei mir auch auf einmal gekommen, aber eigentlich sind die total selten hier, aber... Naja. Das Trasler sitzt Heule ein, er sitzt Zeckel ein. Wow, er macht's aber richtig. Er schadet sie erstmal. Das sollte man immer tun. Bei manchen Lehrgängen, die man ja gesagt bekommt, soll man einfach den Ball direkt werfen. Nur das verstehe ich nicht. Nun muss man einen Ball werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. Beute. Wechseln zum Pokéball, dass er nur einen hat. Ob das funktioniert, den mit einem zu fangen, Trasler? Naja. Trasler wurde gefangen. Klasse, interessiert mich nicht. Ich habe es geschafft, es gehört mir, mein Pokémon. Jake, danke schön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und, hat es geklappt? Danke, ja, wunderbar. Hier haben Sie Ihr Pokémon zurück. Danke, Jake, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut drum kümmern. Oh, meine Mama wartet schon sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Jake. Nun. Jake, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Gehe nach Metaross City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du auch die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist. Gut, hätten wir das auch erledigt. So. Gibt's hier vielleicht noch was, wo Heiko wohnt? Nö. Weiß auch nicht, was der... what the fuck? Keine Ahnung, was das jetzt gerade... Moment mal kurz. Ich speichere mal kurz.
Und resette mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, was da los ist gerade. So, was immer das auch ist. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt geht's wieder. Was weiß ich, was da los ist. Wer ist das denn? Ein Stalker? Entschuldige bitte. Lass mich raten. Deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Habe ich recht? Aber du hast eine geile Sonnenbrille auf. Nun, vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist noch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder du bist einfach ein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Was zum Geier war das für ein Vortrag? Naja, egal. Route 104. Und ich gehe erstmal hier am Strand entlang. Ich würde mich schon verwundern, wenn er nicht kämpfen will. Zickzacks, gut. Boah, da geht mir schon zu langsam, merke ich gerade. Moment, ich kann doch auch das hier... Genau, ich kann das hier doch auch ein bisschen hier, den Frame skippen. So. Genau, so ist das auch schon um einiges besser. So, Samurzel, Pflanze, das ist gut. Na, ah, wobei das sieht... Nee, ich lasse das lieber. Irgendwie verziert das dann nur. Ich lasse es so, so ist besser. Und wenn, dann klicke ich auf die Speed-Taste. So, Fridolin. Fridolin. Geiler Name. Willst du nicht kämpfen? Okay. Okay, dann nicht. Oh, ein Angler will kämpfen. Das ist nicht gut, weil Angler im höchsten Fall immer Wasser haben. Und ich ja nur mit Feuer hier agiere. Ja gut, aber ein Carpador ist jetzt nicht die Welt. Wobei ich glaube aber fast sogar, dass Glut stärker sein muss als... Ja, ich denke mal, da habt ihr nichts gegen, wenn ich das mal schneller mache. So einen nervigen Carpador-Kampf will niemand sehen. Oh, ich brauche schnell... Flemdi muss schnell sich entwickeln. Und nein, keine Sorge, ich werde natürlich auch noch andere benutzen als nur Flemdi. Ich weiß noch früher, da habe ich nur eins trainiert und das dann mit einem durchgespielt mit dem Starter, aber die Zeiten sind bei mir längst vorbei. Meryl, nett, aber brauche ich nicht. So, willst du kämpfen? Nein, will sie nicht. Was ist das mit dem Haus auf sich hat, das werden wir später noch erfahren. Jetzt holen wir uns erstmal die Sinnelbeeren. Und die eine und die zwei Pfirsichbeeren. Und gehen weiter. Und kämpfen gegen diese Dame hier. Was immer sie hat. Lady. Patricia. Ein Zickzacks. Das haben sie aber fast alle hier. Ah. So, Routenschlag interessiert mich sowas von gar nicht. Der wird auch verbrennen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, auch dieses Zickzack besiegt. Und wir kommen in einen Wald. Dem Blüchenburgwald. Und er gibt uns auch schon einen Hinweis, dass an manchen Stellen was versteckt ist, wie hier zum Beispiel. Ich glaube, es gibt auch noch so einen Teil, zumindest in späteren Editionen, also Herzgold, Seelensilber, so ein Itemfinder. Ob es den hier schon gibt, weiß ich nicht. Werden wir schon noch herausfinden. Und wenn nicht, dann suche ich halt mal die anderen Orte ab. So, dann können wir hier weitergehen. Was steht denn da? Ah, Tipps für Trainer, interessiert mich nicht. Und der nächste Trainer. Ja, es kommen viele hier. Schon am Anfang, aber das ist 4 Stück. Oh Gott, das wird ja wohl ein langweiliger Kampf. Das wollte ich auch nicht. Der Volltreffer war unnötig. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich mal ein bisschen schneller mache.
Weil das ist nicht mehr spaßig. Ein Knilz. 13. Ein Panikon. Auch nett. Ein Paraheiler. Gut, brauchen wir irgendwann bestimmt, aber erstmal im Moment nicht. Oh, wer ist das denn? Kein einziges zu finden. Hallo, du bist nicht zufällig ein... Hast nicht zufällig ein Pokémon namens Knilz hier gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Wer ist das denn? Ein Schlägertyp? Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank, also bin ich, hier bin ich. Hey du, Forscher von Devon, gib sofort die Papiere her. Ah, Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Huch, was machst du denn da eigentlich? Was, du schützt ihn? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand. Los, kämpfe gegen mich. Oh, da scheint wohl einer sehr, ja, von sich überzeugt zu sein. Team Aqua-Rüpel. Unsere erste Begegnung mit dem bösen, mit der bösen Organisation des Spiels. Team Aqua. Oh, und Glutak können wir auch schon nicht mehr so oft einsetzen, aber schon Level 9, das ist nett. Aber der hat auch nichts zu melden. War das alles, was du drauf hast? Das ist aber lächerlich. Du hast mich geleimt, du bist stark. Tja. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Ich habe doch gar nichts gemacht, du hast doch angegriffen. Los, kämpfe nochmal. Das würde ich jetzt zu gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metaross City. Oh, da müssen wir ja auch hin. Wollte, lass ich dich gehen. Pff, der hat Nerven. Sich einfach hier so anzuschleichen und... Ach, egal. Puh, das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Oh, nett. Ein Ball mit höherer Fangrate. Fangchance. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass sie irgendwas in Metaross City erledigen wollen? Oh oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Oha, sieht nach viel Stress aus. Ja. Und ich würde sagen, diesen Trainer mache ich hier noch und dann werden wir im nächsten Part sehen, was es mit dem Chaos hier auf sich hat. Ein Ninkada. Ja, den sollten wir doch auch mit einer schönen Feuerattacke erledigen können. Yes. Und noch ein Ninkada. Das ist doch kein Problem. Ja, blödes Wumpel. 14. Ich bin fast auch schon geneigt, nachdem ich diesen Part hier beendet habe, offscreen noch weiter zu trainieren, damit er sich endlich entwickelt. Aber... Naja, wir werden sehen. Nein, brauche ich nicht. Gut. So, da kommen wir hier nicht durch. Da brauchen wir Zerschneider. Dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns an, was hier auf Route 104 so wartet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.